Der Arzt in eigener Praxis ist entweder Radiologen- oder Orthopädensohn und damit genetisch als Unternehmer geprägt, oder er wird nie und nimmer ein Unternehmer werden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ja, nach der Sommerpause aus dem Urlaub zurück, gut erholt, mit vielen neuen Gedanken im Kopf, Ideen, Spirit, Mindset aufgefrischt. Ich habe richtig Lust auf die kommenden Monate mit euch oder für euch einiges aufzubereiten. Wir haben wieder tolle Interviewgäste, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ich habe mich wirklich total auf diese Folge gefreut, weil so viele Dinge mir im Kopf herumgeschwebt sind und in den letzten 3 Wochen der Sommerpause eben auch viel passiert ist und ich euch nur so einen kleinen Abriss geben möchte, ein bisschen mit euch in die Zukunft blicken möchte. Was machen wir in diesem Jahr noch? Was kommt auf euch zu? Beziehungsweise was haben wir für euch ausgearbeitet? Und ich freue mich wirklich, wenn wir uns auf der einen oder anderen Veranstaltung, die wir machen, sehen oder wenn ihr das Angebot, was ihr habt, einfach mitnehmt, um für euch einen Mehrwert daraus zu gewinnen. Ja, die heutige Folge heißt Start with a Why, hinterfragt alles. Und das ist so ein bisschen das, was ich euch heute als Start nach der Sommerpause mit auf den Weg geben möchte. Nehmt einfach nichts hin, lasst euch nichts erzählen. Habt Visionen und diese Visionen, das habt ihr in der Vergangenheit auch schon immer gesehen, haben schließlich dazu geführt, dass viele, viele Visionäre diese Welt verändert haben und nicht Kritiker haben die Welt verändert und die alles immer schlecht reden, sondern diejenigen, die mit guten, positiven Gedanken in die Zukunft gehen und auch Dinge in einem System hinterfragen, in dem wir uns normal im Gesundheitssystem befinden, das sehr, sehr reglementiert ist. Aber deshalb ist es gut, als Quereinsteiger alles zu hinterfragen und alles immer wieder auf die Probe zu stellen. Und das beweisen uns viele, viele tolle neue Ideen, Startups, Ärzte, die jetzt mit ihren Ideen hervorkommen, die sich trauen, hervorzugehen. Und das möchten wir einfach unterstützen und da möchten wir weiter gerade bei Business Talk mit im Boot bleiben und für euch einige Dinge auf diesem Weg auch ebnen. Es gab zum Beispiel in der letzten Woche einen Bericht im Handelsblatt, da ging es um das Thema Ärzte rebellieren geschlossen gegen Spahns Digitalisierungspläne. Das habe ich mit sehr großem Interesse gelesen und ja, aus meiner Sicht auch nochmal vielen Dank an den Autor Julian Olk, der auch schon hier vom Handelsblatt im Business Talk Podcast gewesen ist. Toller Artikel, um mal einfach aufzuklären, was da gerade in der Ärzteschaft unterwegs ist. Und da ging es um das Thema der Mehrwerte Digitalisierung. Und da gab es ein Zitat, also der für alle die, die das noch lesen wollen, geht mal auf die LinkedIn-Seite des Handelsblatt oder es gibt ein Newsletter vom Handelsblatt Inside Digital Health, da ist das auch nochmal beschrieben. Dieser Artikel, wir können ihn aber auch auf jeden Fall in den Shownotes mit verlinken. Da geht es also darum, ob tatsächlich die Digitalisierungspläne von Spahn einen Mehrwert für die niedergelassenen Ärzte haben. Und das wird also komplett von der KBV, also von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Länder-KBVen verneint. Das wäre also ein Bürokratisierungsstau und ein Thema, was zunächst zusätzliche Bürokratisierung hervorrufen würde. Und was insbesondere, und das hat mich wirklich auf die Palme gebracht, junge Mediziner davon abhalten würde, in die eigene Praxis zu gehen. Also das ist für mich sowas von an den Haaren herbeigezogen, diese Argumentation. Ich habe täglich mit jungen Medizinern zu tun und ich habe mit Arztpraxen zu tun. Ich mache das seit 18 Jahren und alle sind davon überzeugt, dass der Weg der Digitalisierung der richtige ist. Ich höre hieraus eine ganz andere Problematik und ich verstehe auch nicht, wie man das Thema Telematik-Infrastruktur als Digitalisierungsschwerpunkt nach vorne bringen kann. Da sieht man mal, auf welchem Stand wir sind, dass wir sagen, die Telematik-Infrastruktur ist das Thema Digitalisierung in der Medizin.
Ich habe dazu schon einen Kommentar geschrieben, in dem ich sage, andere Länder oder andere Regionen, da müssen wir gar nicht so weit gucken, nutzen das Thema KI und AI, um eine vernünftige ambulante Versorgung hinzubekommen. Und wir regen uns darüber auf, dass mal 2-3 Wochen der Telematik-Infrastruktur nicht funktioniert. Aber das ist eben dieses Denken, was wir haben, in kleinen Schritten nach vorne zu kommen. Und wir sagen, wenn das nicht funktioniert, wie soll das Große funktionieren? Da sind andere eben ganz weit von weg. Ich habe da immer dieses Thema Spaltmaß im Kopf. Also in der Automobilindustrie reden wir Deutschen seit Jahren in der Ausarbeitung und in der Ingenieurkunst, der deutschen Ingenieurkunst von dem Thema, wie eng sind unsere Spaltmaße, wenn wir eine Tür auf und Tür zumachen und wie gut ist der Kotflügel mit der Motorhaube verbunden. Andere ziehen in der Technologie an uns vorbei. Nehmen wir mal Tesla. Ich weiß, das ist ein sehr umstrittenes Thema gerade, aber Tesla hat mittlerweile, glaube ich, den Wert von Volkswagen, Mercedes und BMW zusammen als Konzern überhoben, weil die eben nicht nur in Automobil denken, sondern global und weltweit. Und da müssen wir einfach auch in der Medizin mal ein kleines Stück weiterkommen. Und vielleicht sind da einfach die falschen Menschen an der falschen Stelle. Deshalb glaube ich, macht es ganz, ganz viel Sinn, dieses Sicherheitsdenken einfach mal zu verlassen und auch als Unternehmer tätig zu werden. Und ist es, also der Artikel ist wirklich sehr gut, lest ihn euch mal durch, macht euch ein eigenes Bild von und jede Hilfe, die ihr da braucht oder die Sie da brauchen, wenn es mal um das Thema geht oder wenn wir mal drüber sprechen sollen, sehr, sehr gerne, schreibt eine E-Mail an info@businesstalk.online. Ich bin schon ganz aufgeregt hier, deshalb purzeln die Worte etwas unkoordiniert. Und dann habe ich einen sehr, sehr interessanten, ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt. Wir sind ja im Moment dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie wir noch mehr unternehmerische Skills für den Mediziner in der eigenen Praxis oder auch für den Mediziner als Führungskraft im Krankenhaus bereitstellen können. Und da habe ich einige Artikel zu verfasst, einige Artikel zu geschrieben und sind da gerade bei, das als Pamphlet, entweder als Buch oder als Workbook oder als E-Book rauszubringen und noch weiter zur Verfügung zu stellen. In dem Zusammenhang habe ich dann mit mehreren Verlagen auch Kontakt aufgenommen und habe dann mit einem oder mit einer Redakteurin gesprochen und die hat tatsächlich den Satz gesagt, den ihr am Eingang schon gehört habt, nämlich, dass der Arzt in der eigenen Praxis entweder Radiologen oder Orthopädensohn ist und damit genetisch als Unternehmer geprägt ist. Und ansonsten besteht keine Chance, dass der Arzt überhaupt als Unternehmer sich entwickeln kann. Und das fand ich super spannend und eine Aussage, die ich auch wirklich, wo ich gesagt habe, das werde ich auf jeden Fall verwenden und im Podcast bringen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, dass das noch nicht mal böse gemeint ist oder ich weiß es, dass es nicht böse gemeint ist, sondern ich denke einfach, dass das Denken einer Generation aufzeigt, die immer noch in alten Strukturen hängt und die aus diesen Strukturen auch nicht rauskommt. Und auch da wieder, ich sage das nicht abwertend. Ich glaube, das ist eine Überzeugung oder vielleicht auch ein bisschen Frust dahinter, das da mitspielt in der Aussage dieser Person, um die es da geht. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir gemeinsam das anpacken können und umdrehen können und sagen können, doch, das schaffen wir zusammen. Und da muss man nicht frustriert sein, sondern man muss einfach lange genug am Ball bleiben. Und ich glaube, jeder von den Medizinern, Medizinerinnen, jung oder alt, hat die Chance auf Veränderung und kann diese Veränderung mit annehmen. Und ich glaube, da sollten wir alle gemeinsam nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern Ärmel hochkrempeln oder wie ich es im Kommentar auch geschrieben habe, Krone richten, weitermachen und ran an die Schippe und dann sehen, dass wir da weiterkommen. Wie wir da weiterkommen, da berichte ich jetzt ein bisschen von, bevor wir in den nächsten Podcasts auch wieder auf das Thema Interview beziehungsweise auch auf eine Reportage gehen. Bald ist ja auch die Mindful Doctor Konferenz in Berlin. Da werden wir eine Reportage machen für den Podcast, für den Business Talk Podcast, weil es da auch um das Thema Podcasting gehen soll. Und wie bindet man das in einen guten Medizineralltag ein oder was kann man sowieso daraus machen? Die Verlinkung zur Mindful Doctor Konferenz, habe jetzt gerade das Datum nicht präsent, ich meine, aber es ist der 4. oder 5. September. Wie gesagt, machen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes die Verlinkung zur Anmeldung noch mit rein. Ja, was erwartet euch jetzt im Business Talk Podcast und wie können wir dazu beitragen, dass es noch mehr unternehmerische Skills geben kann für den Arzt als Unternehmer?
Und da möchte ich euch so ein bisschen auf das zweite Halbjahr 2020 einstimmen. Also erstmal kommen wir jetzt mit neuen Podcast-Folgen. Ab der nächsten Woche zum Beispiel habe ich Dr. Kai Grun von dem Klinisch Relevant Podcast, in dem ich selber schon auch zum als Podcast-Interview da gewesen ist, Kai Grun, der auf der einen Seite als Neurologe tätig ist in der eigenen Praxis, auf der anderen Seite aber auch noch im Krankenhaus arbeitet, sehr gute Plattform aufbaut für das Thema klinisch relevant, also Weiterbildung für den Arzt. Und da werden wir in Zukunft weiter kooperieren. Toller Podcast geworden. Vielen Dank nochmal an den Dr. Kai Grun. Dann habe ich ein Interview geführt mit Bettina Seim von der Firma Heine. Vielen, vielen ja auch bekannt. Also Heine, eine der größten Firmen für alles das, was mit Diagnosen zu tun hat, für Geräte, die man in der Hand halten kann. Auch da werden wir, ist ein tolles Interview draus geworden. Die Firma Heiner ist unglaublich innovativ und setzt sich eben auch für das Thema Digitalisierung in der Medizin ein. Und zwar auch an der Stelle, wenn es um das Thema Schulung und Weiterbildung geht, also genau das, was uns angeht. Wir müssen die Leute dazu befähigen, die Digitalisierung auch umsetzen zu können. Und da ist Heine wirklich weit vorne in der zusätzlichen Beratung und Begleitung dieser ganzen Angelegenheit. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank an Bettina Seim für das Interview. Dann werde ich ein Interview führen noch mit Max Tischler, ein junger Mediziner hier aus dem Ruhrgebiet, der gleichzeitig Vertreter einer Organisation ist, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also tolle Interviews, gibt auch noch weitere Interviewanfragen wieder mit einigen Medizinern, die ihr Projekte vorstellen wollen. Und so werden wir das weiter fortführen. Dann kann ich euch auf etwas einstimmen, das machen wir ein bisschen später. Dann haben wir ein Projekt mit angenommen, beziehungsweise bin ich in einem Projekt mit integriert, das nennt sich CyberDoc. Da habe ich auch einen Artikel im ärztlichen Journal geschrieben, werden wir auch mit verlinken. CyberDoc ist eine neue Plattform für das Thema Telemedizin. Und zwar auf einer ganz neuen Art und Weise. Und zwar das Thema Telemedizin, ihr wisst, hat über Corona natürlich eine neue Form von Attraktivität gewonnen, weil plötzlich vielen klar geworden ist, wie wichtig das Thema Videosprechstunde und Diagnostik oder auch Anamnese oder auch Telekonsile und so weiter sein kann. Gerade vor dem Hintergrund, ein kranker Patient muss nicht in die Praxis kommen, sondern kann eben über das Thema Telemedizin, Videosprechstunde, da auch direkt mit dem Arzt Kontakt aufnehmen. Wie technisch das aber alles ist, das haben uns die Plattformen gezeigt, die es bis jetzt am Markt gibt. Ausnahmen bestätigen da die Regel, alle wirklich toll und alle auch wirklich gut aufgebaut. Wir wollen nur mit dem Thema CyberDoc einen ganz neuen Weg gehen, nämlich dass es auch noch Spaß macht, das Thema Videosprechstunde anzugehen. Also eine hohe Patientenbindung und eine hohe Anbindung an das Thema, wie gehe ich denn gerne mit dem Thema Videosprechstunde um? Wie habe ich Spaß? Wie bilde ich Vertrauen? Wie baue ich Vertrauen auf? Wie habe ich ein virtuelles Wartezimmer? Also und wie vor allen Dingen habe ich keinen Bruch in den Medien? Also wie kann ich das hinterher mit dem E-Rezept verbinden? Wie kann ich eine vernünftige Anamnese-App dazu einbinden? Und auch dazu wird es in diesem Jahr auf jeden Fall noch das erste Rollout geben. Wir rechnen damit, dass wir Ende September, Anfang Oktober vielleicht mit der ersten Version starten. Und dann wird sich das Ganze peu à peu weiterentwickeln. Freut euch da wirklich drauf. Könnt schon mal gucken, unter cyberdoc.de gibt es schon die erste Version, einfach mal zum Anschauen. Wir haben da auch sehr, sehr kompetente Begleiter und Berater mit im Boot. Und wir haben vor allen Dingen eine Plattform im Hintergrund, die jetzt schon als Gesundheitsplattform agieren kann. Und da ist es eben wichtig, ich habe vorhin als Einstieg ja gesagt, es geht um das Thema Querdenken, es geht um das Thema Andersdenken. Und auch da ist immer wichtig, sich Eindrücke aus den anderen Bereichen oder aus anderen Unternehmensbereichen zu holen. Also nicht in der Medizin unbedingt zu bleiben, sondern eben auch zu sagen, wo können wir denn aus anderen Bereichen lernen und insbesondere das Thema Kundenorientierung, wir würden jetzt hier wieder sagen Patientenorientierung, bei der ganzen Nutzung in den Vordergrund stellen. Also wie kann der Patient richtig Spaß haben an dem Thema? Wie kann er auch den Arzt finden, der das, was er da machen will, umsetzen kann? Jetzt höre ich vielleicht einige, die sagen, ja, was hat das Thema Videosprechstunde und Krankheit mit dem Thema Spaß zu tun? Das eine und das andere schließt es ja nicht aus. Also wenn ich gerne oder wenn ich vertrauensvoll mit meinem Computer spreche, auch das ist für viele ja schon eine Herausforderung. Also keiner sitzt gerne vor einer Kamera, sieht sich gerne im Netz, wenn er das noch nie getan hat. Und vor allen Dingen nicht auf dem Bildschirm. Da ist Sprache schon etwas anderes.
Aber auch daran muss man sich gewöhnen. Und wie führen wir den Patienten dahin? Darum wird es bei CyberDoc gehen. Und vor allen Dingen, was ich gerade auch gesagt habe, es wird um eine Art Gesundheitsplattform gehen, wo ich mir als Patient auch noch weitere Informationen holen kann zu Themen, die mich interessieren. Freut euch drauf, das wird wirklich eine richtig coole Sache. Also auch eine Art Coaching-Plattform für den Arzt in einer ganz neuen Art und Weise, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und dann versuchen wir, diese Dinge miteinander zu verbinden. Wir haben tolle Partner da auch dabei. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Wir haben auch einige größere Institutionen schon kontaktiert und sind da im Netzwerk sehr, sehr aktiv unterwegs. CyberDoc, also ich denke mal Ende September, Anfang Oktober für euch zur Verfügung. Ja, dann gibt es natürlich unsere Veranstaltung Startup Praxis, die wir auf jeden Fall dieses Jahr stattfinden lassen werden. Ich will jetzt nicht sagen wollen, sondern werden. Am 7.11.2020 wird in Bochum Startup Praxis stattfinden. Die Netzpräsenz www.startup-praxis.de wird jetzt Ende dieser Woche online gehen. Dann könnt ihr Karten kaufen für diese Veranstaltung. Und es wird eine absolut geile Nummer werden dieses Jahr, weil wir gesagt haben, wir werden noch besser, wir werden noch mehr netzwerken, wir werden noch mehr Verbindungen schaffen, denn wir sind überzeugt davon, dass wir das in diesem Jahr alle noch mehr brauchen. Wir brauchen die nach dieser Corona-Zeit, die uns alle Besonderes abverlangt, brauchen wir wieder die Verbindung ins Netzwerk. Wir brauchen noch wieder Glauben an uns. Wir brauchen Glauben an die Situation, an die Medizin. Das wird funktionieren und alle, die im Netzwerk dabei sind, freuen sich auf diese Veranstaltung. Wer ist das, kann ich euch jetzt schon sagen. Also angefangen von Attila Wuran. Attila Wuran ist ein Unternehmer, der sich im Bereich der Führung auskennt und seit Jahren, oder seit Jahrzehnten, Attila, ich hoffe, dass du mir das verzeihst, der seit Jahrzehnten eben schon in der Führungskräfteberatung der Mediziner unterwegs ist. Ist ein Schweizer Unternehmer, der extra für diese Veranstaltung hier hinkommt. Er hat wirklich große Erfahrung, hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, werden wir vielleicht auch jetzt mal verlinken, der sich zum Thema Führung und Kommunikation als Arzt äußert. Dann haben wir Professor Dr. Jochen Werner, der hier im Ruhrgebiet natürlich sehr, sehr bekannt ist, der einen Kurzvortrag erhalten wird, auch zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Wir haben Jana Aulenkamp. Jana Aulenkamp, lange Vorsitzende der Medizinischen Vereinigung der Studenten in Deutschland, ist jetzt falsch, was ich sage, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir Doc Felix, also Dr. Felix Berndt. Felix Berndt ist ein YouTuber. Er hat einer der erfolgreichsten Medizin-Podcasts in Deutschland. Der wechselt sich, glaube ich, gerade immer mit dem Drosten-Podcast um Corona ab. Psycho und Doc. Er hat sehr viele Follower auf Instagram und er wird uns zum Thema Social Media als Arzt berichten. Wir haben Professor Dr. Jan Ehlers da, den Vizedekan der Universität Wittenherdecke. Wir haben Christoph Gasten als Steuerberater, der ein ganz modernes Thema zum Thema Steuern und Digitalisierung aus der Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner in Köln präsentieren wird. Wir haben, ich kann sie gar nicht erlaubt sehen, also es wird eine super Veranstaltung werden und die Karten gibt es jetzt zum Frühbucherrabatt ab der kommenden Woche und genau, die Verlinkung www.startup-praxis.de jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ist sicherlich schon online gewesen. Und dann, das Highlight für mich in diesem Jahr ist tatsächlich die Auflösung dessen, was ich gesagt habe, wie wollen wir euch begleiten in der Zukunft? Wir wollen euch begleiten, indem wir das Thema Business Doc Academy aus der Taufe heben. An dieser Stelle nur eine kurze Unterbrechung. Ich habe noch einen Nachtrag für alle Themen, die ihr hier in diesem Podcast immer wieder hört. Ihr könnt Fragen an uns richten unter info@businessdoc.online. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal, info@businessdoc.online, egal zu welchen Fragen, ob ihr uns persönliche Nachrichten schreiben wollt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Fragen habt zum Thema Startup-Praxis oder jetzt auch zur neuen Business Doc Academy, schreibt uns einfach und wir werden euch innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall antworten. Und jetzt geht's weiter im Business Doc Podcast. Mit dieser Business Doc Academy wollen wir euch noch mehr Skills, noch mehr Möglichkeiten geben, für als Arzt und Unternehmer weiterzuwachsen. Also es geht darum, unternehmerisches Know-how unter der Berücksichtigung von Patientenorientierung und Zukunftstrends berufsbegleitend für den Arzt und gegebenenfalls dann Unternehmer aufzuzeigen bzw. anzubieten.
Das ist für alle, die entweder jetzt in der eigenen Praxis sind, irgendwann in die eigene Praxis gehen wollen, also vorbereitend, aber eben auch für Mediziner, die als Führungskräfte in Krankenhäusern unterwegs sind und arbeiten wollen, aber eben denen da unternehmerische Skills eben noch fehlen. Wir besprechen ganz, ganz unterschiedliche Themen. Einmal online, es wird Online-Module geben und es wird Präsenzmodule geben, jeweils an 2 bis 3 Wochenendtagen. Es wird ein festes Programm sein, was ihr buchen könnt. Natürlich zu den Themen Recht, Steuern, Finanzen, Finanzplanung, Management, Praxisplanung, aber eben auch gerade das Thema Führung, Führungskräfte. Ihr werdet einige Menschen wiederfinden, die auch erfolgreich hier schon im Podcast mit dabei gewesen sind. Die Module werden für euch aufbereitet. Es wird so eine Art Cross-Check geben. Ihr könnt auch nachbereiten. Ihr könnt euch austauschen, was ich immer unglaublich wichtig finde, im Netzwerk arbeiten. Die Referenten stehen zur Verfügung, haben sich alle bereit erklärt, auch nachher noch mit euch gemeinsam weiterzuarbeiten. Also angefangen von spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern, dann über das Thema Praxisplanung, Praxisausbau, aber eben auch zum Beispiel Verwaltung oder Ausbau innerhalb einer Krankenhausabteilung. Das Thema, was uns alle immer am wenigsten interessiert, war gerade das Thema Aufbereitung von Finanzplanung und Finanzmanagement. Haben wir einen Spezialisten da, der wirklich das Thema super referieren kann und der alle Teilnehmer nach den bisherigen Seminaren, die ich von ihm gehört habe, dazu veranlasst hat, da weiterzumachen. Und da waren wirklich nicht nur Eulen dabei, wie ich immer sage, sondern waren auch ganz viele Delfine dabei. Dann das Thema Personal und Organisation wird weiter besprochen, also dass wir wirklich die Personen und das, also die Human Resources entwickeln, Leadership unter der Berücksichtigung der besonderen Aspekte, die wir in der Niederlassung oder auch Führung im Krankenhaus stattfinden. Wir haben Marketing für die Praxis dabei, also sowohl der Online-, der Offline-Bereich. Wie baue ich das für die Praxis gut auf? Wie kann ich als Praxis gut dastehen? Wir gucken auch mal richtig tief rein. Wie passen eure persönlichen Werte mit den Werten der Praxis übereinander? Also da geht es wirklich richtig tief. Dann geht es natürlich um das Thema Management und Kommunikation. Und natürlich, eine Sache darf nicht fehlen bei der ganzen Thematik, das ist das Thema Digitalisierung. Also, da haben wir wirklich die Experten zusammengeholt, die auch immer wieder wechseln, weil nicht alle Referenten immer Zeit haben. Wir haben wirklich die Referenten zusammengeholt und die Experten und Expertinnen zusammengeholt, um ab dem nächsten Jahr dieses Programm anzubieten. Und da werden wir sicherlich, ich denke mal, auch im Oktober noch mehr zu sagen können. Das ist der Plan Business Talk für dieses Jahr. Ich glaube, das ist eine ganze Menge, was wir tun werden, neben dem, dass wir auch noch einige Mediziner ja immer persönlich in die eigene Praxis begleiten und auch da noch einige andere Projekte zu tun haben. Also ich freue mich drauf. Ich habe unglaublich viel Bock drauf, auf das, was da jetzt kommt in der Zukunft. Und wünsche euch einen guten Start in das zweite Halbjahr 2020. Lasst uns das gemeinsam rocken und denkt immer daran, hinterfragt alles. Start with a why, bleibt unternehmerisch. Eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.